Dadurch also die Situation etwas anders. Maggioli und Manfred von Brauchitsch, die boxen. Er muss alle vier Räder wechseln. Das ist natürlich genau vorgeplant, denn die Reifen können diese lange Distanz nicht durchhalten. Mercedes-Benz und Auto Union, die schnellsten. Er geht jetzt wieder auf die Reise. Manfred, der Silberpfeil von Manfred von Brauchitsch, gewinnt das Eifelrennen 1934. Gonzales, Fangio, Moss, Lang, Hermann. The field has already spread out. Gewinnt den großen Preis von Europa. Fangio wins the Grand Prix.